Som aquí perquè aquesta tarda es presenta una antologia de dramatúrgia alemanya contemporània concretament relacionada amb el teatre jove alemany i tenim al nostre costat en Lutz Hübner, un dels autors que ha estat traduït concretament amb l'obra Eganzahe en català ha estat traduït com a qüestió d'honor i li volem fer tres preguntes la primera d'elles diu com s'escriuen Da gibt es jetzt leider nicht das eine Rezept, was man jetzt irgendwie verraten könnte. Das sind die fünf Punkte. Aber ich glaube, das eine ist wichtig: eine, eine große Recherchearbeit zu Beginn zu haben. Also wirklich eher zu gucken, was sind die Themen, die momentan für Jugendliche interessant sind? Wo ist der Punkt, wo eine Geschichte interessant ist? Wo kann man sie mitnehmen? Wo kann man die Jugendlichen abholen? Das ist, glaube ich, das eine. Das andere. Ja, wie beschreibt man das? Ich, ich glaube, der Punkt ist, dass man sehr schnell in die Geschichte reinkommen muss, dass man sehr mit Tempo, sehr sehr, sehr großer Energie und wenn man, glaube ich mal, so ein, so ein Vertrag mit dem Publikum geschlossen ist, kann man, kann man sie überall hin mitnehmen. Das heißt also nicht, dass man ihnen ständig entgegenkommt, aber dass man sagt, es muss immer einen Moment geben, wo man sie einfängt und der muss relativ früh sein. Ich glaube, zuallererst muss man eine große Lust haben, Geschichten zu erzählen. Das andere ist, glaube ich, dass man, dass man ein Gefühl für Dialektik braucht. Also, dass man jetzt nicht quasi wie, wie das, das, das lyrische Ich oder das Autoren-Ich quasi jetzt alles bestimmt, sondern dass man möglichst Geschichten schafft, in denen alle Recht haben. Vielleicht nicht die ganze Zeit, aber immer wieder mal dass man als Publikum eigentlich hin und her gerissen ist, welchem Standpunkt man folgt. Also das, das ist, glaube ich, die Qualität, die Theater braucht im Vergleich zu, zu Roman oder, oder Lyrik. Dann ist es natürlich auch die Lust, sich mit, mit, mit einem jugendlichen Publikum, was ein schwieriges Publikum, auseinanderzusetzen. Also es ist schon, wenn ein Stück für Jugendliche nicht funktioniert, ist es die Hölle. Wenn es funktioniert, ist es ein Rockkonzert. Also ich glaube, dieses wirklich auf Risiko zu gehen und wirklich zu sagen, man geht irgendwie rein in diesen Hexenkessel und versucht, diese Leute zu kriegen, den Spaß muss man haben. Ich glaube, sonst kann man nicht für Jugendliche schreiben. Okay, also für Jugendtheater erstmal nicht. Die nächsten zwei Stücke, die jetzt Uraufführung haben, übernächste Woche und Anfang November, sind eine Komödie, wo es indirekt eigentlich auch um Jugendliche geht. Da geht es um einen Abiball in drei Akten, 8 Uhr Mitternacht und 4 Uhr Morgens, was natürlich die Geschichte eines grandiosen Besäufnisses ist von einer Menge von Eltern, deren Konflikte aufbrechen und von Jugendlichen, die das Gefühl haben, jetzt geht das Leben los, Schule ist vorbei und wo gehen wir hin. Also insofern ist es, es gibt einen jugendlichen Anteil in, in dem Stück, aber es ist nicht äh, per se erstmal Jugendtheater. Das andere ist ein Stoff für Frankfurt, äh, wo es um die Begegnung eines Politikers mit, mit einem ja, Wutbürger, mit einem Rechtsradikalen geht. Das ist so eine Druckraumsituation, wo die zwei quasi aufeinander losgelassen werden. Das sind die zwei nächsten Themen, die jetzt auf die Bühne kommen. Musik